Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, wir befinden uns wieder kurz vorm Speichern, weil, ja, im letzten Part hatten wir nun einen weiteren epischen Kampf zwischen Naruto und Sasuke. Boah, das sah so geil aus. Also wir hatten wieder einen richtig geilen Bosskampf. Und im First Try haben wir es auch noch geschafft, Revanche-Versprechen, ja, okay. Im First Try haben wir es auch noch geschafft, die Interaktion durchzuführen, aber was diese Geheimfaktoren sind, das weiß ich leider immer noch nicht, weil den Part erst eben wieder aufgenommen, angefangen habe aufzunehmen. Das wollte ich jetzt schon schnell anmerken, ich habe den Part ja eben erst wieder, das ist nämlich der zweite Part, den ich am selben Tag gerade noch, der dritte Part, den ich am selben Tag nochmal aufnehme, weil, ja, wie soll ich sagen, ich muss halt wieder so viel wie möglich aufnehmen. Aber jetzt bin ich halt wieder mitten in der Nacht. Ich hoffe, dass jetzt niemand wieder klopfen wird. Okay, Leute. Jetzt kommt eh wieder eine Katze hin. Da ich eh sowieso größtenteils ruhig bin, wird das hoffentlich jetzt niemanden stören, wenn ich mal kurz dazwischen rede. Jetzt haben sich die ganzen Kake wieder zusammengetroffen. Und diesmal ist auch Tsunade wieder am Start. Ja, im letzten Part haben wir die Nachricht erfahren, dass sie wieder aufgewacht ist und dass sie wieder munter bei der Arbeit ist. Also sie ist dort im Koma wieder erwacht. Und nun bin ich jetzt still, damit wir dem Gespräch zwischen den Kagen nun lauschen können. しかし、綱で姫よ。お前はもうええのか。この機会に若い者と変わればいいものを。お前も年じゃぜ。あんたに言われたかないね。いや、だして。断層の件はさておき、綱で様がほかげに戻ってこられて安心しました。 さて、挨拶はこれくらいにして早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所はうちの者が突き止めている。こちらも偵察部隊を編成し情報を集めを行っている。では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。であとは人中力どもだが隠す。なんだ、 ナルトも B も大きな戦力だぞ。隠してどうする。わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵は内葉マダラだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったらチャンス。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造が、 ナルトはな、あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五影が まとまらなければそれこそ勝利はないでござろう。皆この件については同意しています。綱手様、もういい。 へらず口のナメクジ姫は健在じゃな。元気になった証拠じゃぜ。8尾と9尾の隠し場所を決める。異論はないな、おかげ。わかった。さっさと先に進めろ。隠し場所はすでに決めてある。わしがビートともに修行に励んだとっておきの場所だ。 Das könnte doch das sein, was ich in Anime gesehen habe. Ja, da muss ich jetzt noch ganz schnell dazwischen quatschen. Das könnte wirklich das sein, was wir aktuell in Anime sehen. Aber ob das auch wirklich so ist? Sehen wir dann. Gai, Yamato, Aoba, und Naruto. Ihr vier geht jetzt in eine Insel und kommt dort. Doch tatsächlich das, was ich in Anime gesehen habe. Mann, ich bin schon gespannt, wie sie das jetzt ins Spiel umgesetzt haben. それじゃあ、各自準備が整い次第、木の葉の門に集合ってことで。うん、了解だ。 じゃあ、俺は先に行ってるってばよ。いろいろ準備しとかないと。
Naruto. Hä? 一人で勝手に行かないようにね。もしまた一人で行動しようものなら、分かってるよね。 Mit dem Face hätte ich mich auch ganz leicht überzeugen lassen können. ナルトに本当のことを伝えなくていいんですか? 戦争から身を隠してもらうための任務だって。 戦争について教えてしまえば、 あいつは無理やりにでも戦場に出ていくだろう。 それだけは避けなくてはならん。 そうですね。 ガイ、 ヤマト、 アオバ、 お前たちはナルトを常に見張っておけ。 絶対に島から出すな。 いいな。 はい。 第3章。 Kapitel 3, 2 Jinchuriki, also 2 Jinchu-Kräfte. Das machen wir wohl jetzt. Ja, wir kennen ja das Jutsu des Tausches. So. Oh. Und da sehen wir auch schon ein neues Gesicht wieder. Naja, mehr oder weniger. In Ninja-Welt, Zeitleistungszeiten erhältst, werden deine Zeitleist neue Items zugeführt. Du kannst vergangene Ereignisse dann der Zeit verschieben und mit den Experimentieren, die diese Items auswählst. Ein Hochgemein! Mission! Ja! Adrenalinschub! Ja, wenn der wüsste. Okay. Oh, dann können wir die Kiste nochmal zerstören. So, und da ist Ino. Hat der eine Mission für uns? Nein. Sasuke. Was in aller Welt ist nur mit ihm passiert? Tja, ja. Wie soll ich sagen? Er ist halt nicht mehr der, der er früher mal war. Oh, da ist auch nochmal Neji. Da sind auch nochmal Neji und Rock Lee. Aber die Idee mit dem plappern wir jetzt lieber nicht. Oh, Iruka, oder? Kakashi hat mir davon erzählt, weißt du, naja, dir passieren ständig fürchterliche Dinge, das stimmt doch. Trotzdem gibst du niemals auf. Also kann ich dich nur weiter ermutigen. Tu dein Bestes. Ja, das mach mal. So. Am Wundsalbe. Okay. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht so viel das Dorf erkunden. Oder bekommen wir noch irgendwo ein paar Nebenquests, obwohl, naja, ich bin denn jetzt in diesem Let's Play nicht so der Freund von Nebenquests. Wenn ich privat zocke, dann tue ich das immer sehr gerne, aber hier... So, diesmal halten wir uns nicht lange im Dorf auf. Und dann nehmen wir noch so viel mit, was uns auf dem Weg begegnet. So, alles, was uns auf dem Weg begegnet. Ein bisschen geglitscht hier. So. Also, wir sollen uns beim Dorf... Dort treffen, da mache ich mich lieber auf den Weg. Ja, das machst du wohl. So. Okay. Ich glaube, ich sehe auch bei den Symbolen, wenn irgendeiner eine Mission für mich hätte. Oh. Ach nein, das ist Guy, mit dem ich mich treffen sollte. Selbstverteidigungslehrer, ja. Oh. Und was hat denn Konohamaru denn hier mit uns zu quatschen? Die nächste Mission scheint ein richtiger Botten zu sein. Das macht sogar mich nervös. Aber ich muss Naruto langsam mal Schritt für Schritt einholen. Das schaffe ich ganz bestimmt. Wenn du dir Mühe gibst, dann geht das schon. So. Gut. Hey, Guy, ich bin schon am Start. Hey, nur allein sind sie, Guy? Ja. Oh. Mann, ich habe vergessen, dass das eh synchronisiert wird und jetzt habe ich wieder dazwischen gequatscht. Tut mir leid, Leute. Aber jetzt bin ich wieder still. Ja, wir könnten uns noch vorbereiten. Aber ich denke, wir wären bereit, weil ich meine, die Ninja-Werkzeuge, wenn wir da etwas zu kaufen geben, das macht nichts. Und überhaupt Nebenquests gibt es, glaube ich, jetzt keine mehr. Ich glaube, dass jetzt in diesem Game jetzt nicht mehr so häufig Nebenquests auftauchen oder gar keine mehr so richtig. Ich weiß ja nicht. Ja, ich hatte bisher nur diese Baupläne-Auftrag und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht.
Fletcher gucken, vielleicht habe ich mich nicht richtig in Dorf umgeguckt. Vielleicht war da noch oder ein oder zwei. Ach, das ist egal. In diesem Let's Play werde ich ja nicht alle machen. So 100% Run werde ich nicht unbedingt machen. Hauptsächlich bis zum Finale der Story. Also bis alles erledigt ist. Natürlich bin ich bereit. Aber wenn Naruto wüsste, was jetzt mit ihm passieren wird. Obwohl, ich glaube nicht, dass er aus dem Krieg rausgehalten wird. Ich bin nicht bereit. Entschuldigung. Ach, warum lese ich das wieder vor? Das bin ich jetzt... Das ist so ein Problem mit mir, das... Bin ich jetzt schon gewohnt, dass ich das jetzt vorlesen muss. Denk an mein Paper Mario und so. Sorry, Leute. Ich bin aber jetzt still. Wirklich. Wie bitte? Ach. なんで?雲門だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所は、あの雲隠れ。部に優れ、屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか、雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか?可能性はゼロではないだろう? なるほど。じゃあ今からの手合わせというのは、いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして田里の忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだ。これは本腰になきゃならねえってばよ。いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え、そして襲いかかる猛攻をかいくぐるのだ。よし、やってやる。 素晴らしい気迫。俺も燃えてきたぞ。その熱き血潮に全力で応えよう。Oh Mann, wurde mir natürlich erzählt, dass ich jetzt auch nur wieder gegen Guy kämpfen muss. Die Kraft der Jugend. Oh mein Gott. Na schön. Jetzt hätte ich das Inventar. Ach egal. So schlimm wird das jetzt nicht sein. Ja, aber die Kämpfe werden nach und nach härter. Also so groß quatschen darf ich auch nicht. Naruto versus Guy, Might Guy, um genau zu sein. Wenn man den Namen ein bisschen umschreibt, statt Guy, G-U-Y, das englische Wort Guy für Kerl, Might Guy, mächtiger Kerl oder großer Kerl oder wie auch immer. Oh, die gehen Angriffsstärke und Angriff mit 25 Treffern in Folge, das versuchen wir mal. Ja. Aber okay, dann wollen wir mal. Ui, der fängt aber jetzt gut an. Der öffnet gleich die Tore. Eieiei. Mann, der... Boah. Eieiei, der fängt aber jetzt gut an. Ich wusste nicht, dass er jetzt gleich so stark anfängt. So, die Brickbombe war jetzt gut. Jetzt komm, gib Ruhe. Und wie lange hält denn bei ihm das 1 der 8 inneren Tore? Aber seine Energie lässt langsam nach. Ja, das soll die Bonusanforderung jetzt sozusagen noch erschweren. Aber, lädt seine Energie wieder auf oder was? Ja, komm, bleib mal stehen, du. Komm, ich habe ja keine richtige Gelegenheit anzugreifen. So, jetzt aber endlich. Und jetzt greife ich aber richtig an. So, jetzt versuche ich mal, die Bonusanforderungen zu erfüllen. Ach nein, das schaffe ich unmöglich, weil der weicht ständig aus, egal was ich mache. Egal. So ist halt normalen Wege. Das muss ja nicht immer die Bonusanforderung sein, weil das ist ja nicht unglaublich wichtig. So, ultimative Vision zu Abschluss und down. Aber wir haben viel zu viel Energie verloren. Ich hoffe, die können wir irgendwo wieder aufladen, weil nicht, dass wir dann die ganze Zeit Game Over gehen beim nächsten härteren Kampf. Wenn wir nur noch die Hälfte... Nur noch so... Die buschige Augenbraue ist klar. Ja, Bonusanforderungen kann man vergessen. Wir haben nur noch 47% Energie. Und trotzdem ein S-Rang? What the F?
Ja, okay, wenn's sein muss. Also wenn's... Ja, ich darf mich nicht beklagen. Obwohl meine Leistung eher mehr als mies war, aber der Gegner weicht doch viel zu oft aus. Da kann man, wie soll man da bitteschön... Ja, vielleicht hätte ich das lieber einsetzen sollen, wenn wirklich seine Leiste nicht mehr voll wäre. Aber ich komme dann gar nicht mehr dazu, mein Chakra aufzuladen, weil er dann ständig angreift. Weil ich dann, und wenn ich dann selber das Jutsu-Tausch einsetze, dann... Ja, dann habt ihr gesehen, was passiert. Weil dann geht bei mir auch langsam das Jutsu, die Leisten für das Jutsu des Tausches aus. Boah. Okay. Jetzt ist mir schon wieder mein Kopfhörer runtergefallen. Jetzt reicht's mal. Ich darf jetzt nicht zu viel Lärm machen hier. Weil ich möchte nicht, dass schon wieder ein Nachbar klopfen muss. Ah, so da. Sumarashi Battle datta. Ikani Chikarajiman no Kumogakure de attemo. Ima no Oretachi Aite dewa Kachime wa nai daro. Hehe. Kumogakure no Shinobi ga ikura osoi kakatte koyou ga. Kaeri uchi ni shite yarutte ba yo. Da ist aber jemand ganz schön von sich selbst überzeugt. Osoi kakarutte. Sonna koto ga okoru wake nai desho. Nani yara suttonkyou na koi ga suru to omottara. ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。ああ。外山のようにあれな忍びが 雲隠れにいるとは思えないけど。それだ、もう次はまた全員揃ったことだし。雷の国に向けて出発するとしよう。これからこのノリが続くのかな。いや、anscheinend。まずは挨拶からだ、トビ。いや。 今はまだらと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして格好を変えるき、暁の一員であった僕の情報網を舐めない方がいい。サソリのスパイの一員だったな。薬師カブト。お前は暁の裏切り者だ。 2代目ホカゲとオロチマル様しか使えなかった金術。しかし僕で3人目、そして今はその2人をも超えている。でも安心してください。僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ？君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？ 近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そして長門。どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？ 別に何も？僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためには、サスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？これは。僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？ そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ。これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった。
今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめ。ということは、いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすが内葉マダラ、器が違う。生意気なやつだ。 お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。以上の任務を暗部と連携を取り、速やかにこなせ。はい。お疲れですね、師匠。戦争前だからな。 やらなければならないことが山ほどある。はい。そういえば、そろそろだな。え？そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。ああ、そっか。あいつヤマトたちにに迷惑かけてなければいいけど。これからの戦争はナルトを守る戦争だ。それをナルトに感づかれないよう、 ヤマトたちには徹底管理してもらわなければな。ですね、ナルト。私も頑張る。だからあんたの方もしっかりね。ここが目的地か。 Also die ganzen Szenen dazwischen haben sie nicht gezeigt, das ist schon mal sicher. Echt schade, weil ich hatte da so etwas in... ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich hatte da so Richtung Schiffskämpfe oder so erwartet, in Richtung Schiffskämpfe erwartet, aber... Ja, es muss ja nicht unbedingt alles komplett von der Serie gezeigt werden. Weil das war auch im zweiten Teil nicht so. Da fehlt da auch so einiges von der Originalserie her, aber... Es muss ja nicht sein. Und was war das wohl, was Kabuto Madara gerade gezeigt hat? In den letzten. Das kann man. In den letzten. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man die Dinge. In den. In Sarkophag ist es auch nicht, oh Gott, bin. Ich bin echt total beschränkt, was mein Basiswissen betrifft. Vor allem, wenn ich mich jetzt gerade auf ein Spiel konzentriere, vergesse ich so manchmal schon die einfachsten kleinen Dinge. Ach. Das ist immer so, was er im Grab ihn gezeigt hat. Boah, ich bin so bescheuert, ey. Na, wie nennt man diese Dinge nochmal? Gräber sind das jedenfalls keine wirklichen... wo man Tote aufbewahrt. Oh, verdammt, ich habe vergessen, wie man das nennt. Oh, ich bin so blöd. Vielleicht komme ich noch dazwischen darauf. Okay, hören wir uns erstmal an, was sie noch dazu zu quatschen haben. Ja, richtig. In der Serie. Der Guy ist ja richtig seekrank. Und. Ja, jetzt sehen wir das Ergebnis. Ich glaube, das möchte ich mir selber nicht anhören. Ja, so sieht es wohl aus. Also ich möchte nicht an Oberststelle sein, wenn jetzt gerade sich die Schweinerei ansehen muss, die er jetzt veranstaltet. Ja, wo ist die Energie von, wo ist die Kraft der Jugend von Gai nur hin? Ah, die kommt bestimmt gleich wieder, wenn es ihm besser geht. わかりました。それでは我々もそちらに向かいます。
Und jetzt fällt mir endlich ein, was das nochmal für Behälter waren, denen die Toten aufbewahrt werden. Ein Sarg, ja. Was war das wohl? Was Kabuto Madara gerade in dem einen letzten Sarg gezeigt hat, was für ein Körper. Das werden wir noch demnächst sehen. Ich weiß es, um genau zu sein, weiß es selber auch noch nicht, weil... Ja, wirklich, ich weiß es echt nicht. Und Leute, diese Frage geht aber nicht für euch, dass ihr sie jetzt antworten sollt. Lasst den Namen von diesem Körper, falls ihr es wisst, bloß von der Kami-Leiste weg, weil das würde als Spoiler betrachtet werden. Und... Wie schon gesagt, das Spiel ist blind und ich will nicht gespoilert werden, ist das klar? Also ich hoffe, dass ihr euch daran haltet, weil ich hatte schon mal bei Pokémon so einen verflixt großen Spoiler. Ernsthaft, also, liebe Leute, spoilert ja nicht so sehr. Ihr könnt mir natürlich Tipps geben oder mich ein bisschen ausbessern oder so, wenn ich irgendwo falsch liege, aber natürlich sanft und nicht so, Mann, du bist ein Noob, das heißt nicht so, das heißt so, blablabla, ja. Haltet euch bitte daran, weil sonst erwartet euch keine schönen Sachen. Naja, es wird... was wollte ich jetzt sagen? Naja, ich will euch jetzt nicht drohen oder so, aber ich möchte euch nur bitten, tut... spoilert um Himmels Willen bitte nicht. Ja, weil das gehört sich nicht bei einem Blind Let's Play. Ihr könnt mir natürlich Tipps geben oder so, aber spoilern verboten. Im Nachhinein, wenn ich irgendwas übersehen habe oder was auch immer. Das wollte ich jetzt noch hinzufügen. Oh Gott, was für eine Schweinerei der anrichtet. Schalker professioneller. Ach mein Gott. Ich sollte mir sowas nicht antun. Also wie schon gesagt, bitte nicht spoilern. Weil sonst, ja. Ja. Sagen wir es mal so. Es wäre nicht schön, wenn ihr das tun würdet, weil ihr verderbt dadurch das Blind Let's Play. So, dann schätzen wir jetzt in die Mission. Da mache ich mich jetzt wohl besser auf den Weg ins Gasthaus. Ja, das machen wir auch, aber im nächsten Part. Also wie schon gesagt, bitte nicht spoilern, okay? Seid so gut. Weil das ist ein Blind Let's Play. Und das darf nicht verhunzt werden, so wie bei Pokémon. Weil da ist wirklich ein ganz blöder Spoiler rausgekommen. Also bitte, bitte nicht. Weil das Let's Play soll ja gut werden und ihr könnt dann über meine Face lachen oder über meine Überraschungsmomente und was auch immer. Ich wollte euch hier schließlich unterhalten. Und auch dazu anregen, das Spiel zu kaufen, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr noch Zweifel habt. Weil wenn einige von euch die PS3 oder Xbox 360 haben und jetzt Zweifel haben, ist das Spiel nun gut oder nicht, guckt das Let's Play und dann... könnt ihr feststellen, ob das Spiel nun gut genug für euch wäre oder nicht. Weil dafür sind ja Let's Plays da, um inoffizielle Werbung für die Firmen zu machen. Also, jedenfalls betrachte ich das so, es ist ein kleines Hobby und es soll den Firmen ein bisschen helfen, weil wir teilen ja unsere Meinung noch öffentlich über das Spiel mit, wenn wir das jetzt selber öffentlich zocken. Natürlich muss man auf bestimmte Inhalte aufpassen, die Copyright geschützt sind, das weiß ich schon, aber trotzdem, so kann man sich ein ganz genaues Bild vom Spiel machen, weil die Trailer allein werden nicht immer ausreichen, die Entwickler veröffentlichen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, um ein richtiges Bild davon zu machen. Dafür ist das Let's Play gedacht. Die was ein Fan von diesem Spiel sind, aber noch Zweifel hegen, ist es nun gut oder schlecht? Tja, das wird in diesem Let's Play geklärt werden.
Also was würde ich sagen, also dafür sind die Let's Plays da, um das zu klären, ob das, um diese Frage zu beantworten, kaufen oder nicht kaufen. Und ich würde sagen, dieses Spiel würde ich euch auf jeden Fall jetzt schon empfehlen, aber mein offizielles Statement kommt ja erst gegen Ende, wie schon gesagt. Also, wie es immer so üblich ist, in jedem Let's Play gebe ich natürlich ein Statement dann am Ende bekannt. Okay Leute, wie schon gesagt, weiter geht's im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Ich bedanke mich fürs Gucken und sage nun wieder auf Wiedersehen und tschüss Leute.